Die Beilsteinprobe. Nachweis von halogenhaltigen Verbindungen. Achtung! Bei der Zersetzung von organischen Stoffen können giftige oder schädliche Stoffe entstehen, daher muss der Versuch draußen oder in einem Abzug durchgeführt werden. Ich übernehme keine Haftung für Personen- oder Sachschäden, die bei der Nachahmung dieses Versuches entstehen können. Für die Beilsteinprobe werden ein Bunsenbrenner, ein Kupferdraht, eine Klemme oder Zange zum Halten des Drahtes und gegebenenfalls eine Schale für die Probe benötigt. Zusätzlich wird der Versuch im Dunkeln durchgeführt. Zuerst wird der Bunsenbrenner entzündet und der Kupferdraht bei rauschender Flamme erhitzt, bis keine grüne Flammenfärbung mehr zu erkennen ist. Es muss darauf geachtet werden, dass sich keine größeren Mengen an halogenhaltigen Substanzen in der Luft befinden, wie zum Beispiel Salzsäure oder Lösemittel. Das Kupfer reagiert in der Hitze zu Kupfer-2-Oxid. Nach Protokoll wird die Probe danach auf den glühenden Draht gegeben, wobei gerade flüssige Stoffe dazu neigen, nicht an der heißen Oberfläche haften zu bleiben. Daher wurde bei diesen gewartet, bis der Draht innerhalb der Probe abgekühlt ist. Es kann praktisch aber auch gewartet werden, bis der Draht abgekühlt ist, bevor er in die Probe getaucht wird. Es entsteht dabei jedoch die Möglichkeit, dass der Draht durch Partikel aus der Luft kontaminiert wird. Als erstes wurde Benzaldehyd getestet, welcher ein negatives Ergebnis geben sollte. Hierbei war ich neugierig, da Benzaldehyd über die Hydrolyse von Benzalchlorid hergestellt wird und daher Spuren von Halogeniden vorhanden sein könnten. Aber trotz technischer Qualität war er offensichtlich rein genug. Als nächstes wurde Parlon getestet, wobei es sich um chlorierten Kautschuk handelt, mit einem Chlorgehalt von 68 Massenprozent. Dieser reagiert eindeutig positiv und wird in der Pyrotechnik auch verwendet, um Flammenfärbungen intensiver zu machen. Bei der Zersetzung von halogenhaltigen Stoffen bilden sich viele verschiedene Verbindungen, von denen einige, zum Beispiel Chlorwasserstoff, mit dem Kupferoxid zu Kupfer-2-Halogeniden reagieren. Diese verdampfen in der Hitze und führen zu der Flammenfärbung von Kupfer. Um auch auf andere Halogene zu testen, wurde hier Brombenzol verwendet, welches ebenfalls eindeutig positiv reagiert hat. Da keine jodhaltige organische Verbindung vorhanden war, wurde als Ersatz elementares Jod getestet, da es trotzdem mit dem Kupfer zu Kupfer-1-Jodid reagiert. Zum Schluss hat mich noch interessiert, ob eine leicht flüchtige Verbindung überhaupt getestet werden kann. Daher wurde Dichlormethan mit einem Siedepunkt von 39,7 Grad Celsius getestet. Wie sich gezeigt hat, können mit der Beilsteinprobe verschiedenste Verbindungen einfach auf Halogene getestet werden. Das war die Beilsteinprobe. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Kommentare und Bewertungen sind gerne gesehen. Wenn ihr noch mehr Nachweise aus der organischen Chemie sehen wollt, schaut euch meine Playlist dazu hier an. Ansonsten könnt ihr hier mein letztes Video sehen.